Erstmal willkommen wieder auf Nige TV. Und mir geht es darum, so oft schreibe ich immer so schöne Berichte oder Beiträge. Zum Beispiel der eine heißt, bleib dir selber treu. Was heißt das, dir selber treu zu bleiben? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Nämlich die andere Frage ist, wie oft wirst du dich untreu? Nämlich ganz schnell, weil eine separate Lösung kommt, die sagt, okay, das können wir machen. Das ist identisch zu meinem ersten Gedanken, den ich habe. Aber wenn du dann wirklich guckst, ist dieser zweite Gedanke wieder abgemildert und hat nicht die gleiche Kraft wie der erste. Zum Beispiel sich selbst belügen. Was meinst du, wie oft belügen wir uns selber? Wie oft kommt unser Ego dadurch und gibt uns interessante Informationen und Gedanken, die sagen, ja, so können wir es auch machen. Wann wollen wir eigentlich Dinge in Angriff nehmen? Das heißt, dann wollen wir Dinge also mal in Angriff nehmen, die unser Leben behindern. Nicht mit dieser Behinderung des Lebens zu leben. Ich meine keine körperliche Behinderung. Ich meine es eine geistige Behinderung. Eine Situation, die uns behindert. Wo wir uns eingeschränkt fühlen. Wo wir uns nicht zugehörig fühlen. Wo wir eigentlich Klartext reden müssten, aber wo dann Angst hochkommt. Wo ich Angst habe, ich könnte was verlieren. Zum Beispiel, ich könnte meine Arbeit verlieren. In der heutigen Zeit ist es sehr der Druck so hochgebaut worden, dass der Druck auch auf der Arbeit liegt. Ich darf meine Arbeit nicht verlieren. All die Dinge. Und dann heißt es, ja, du kannst ja leicht reden. Du hast deine eigene Arbeit. Ich bin hier. Ich muss so viele Dinge machen, die ich gar nicht machen will. Logisch. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns selbst so konditioniert hat, dass wir Dinge machen müssen, weil wir glauben, wir verlieren die Zugehörigkeit. Wir verlieren unsere eigene Identität. Ich sag mal so, mit der Identität verlieren, da könnten viele mit leben. Aber ihren Lebensunterhalt nicht mehr zu bestreiten, das ist für ganz viele Menschen wie Tod, wie Sterben, wie nicht mehr da sein. Ist das nicht schade? Ist das nicht traurig? Uns wird die Freiheit genommen, über unser Leben zu entscheiden. Und wir können nur so lange weitermachen, bis wir irgendwie eine Absicherung haben, eine Grundsicherung haben, wo wir endlich ein wenig dann aus der Spur schlagen können und sagen, das mache ich nicht mehr. So lange sind wir Gefangene unseres Lebens. Ist eigentlich ziemlich traurig, ne? Und das ist auch noch nicht so schlimm. Aber wir haben mal viel andere Dinge. Die Dinge, die dazwischen durchliegen. Wie geht es dir mit deiner Frau oder mit deinem Mann? Wie ist deine Situation? Hältst du da ebenso aus, weil das Geld nicht reicht? Oder weil das Aufgebaute so groß ist, man könnte es nie wieder nachholen? Bleibst du? Ist es ebenso mit deiner Familie, mit deinen Eltern? Hast du deinen Eltern schon verziehen? Oder schimpfst du immer noch? Und jedes Mal, wenn sie kommen, begrüßt du sie mit einem Lächeln, aber hältst die Hand in der Tasche geballt, weil du wütend bist, weil du nicht verstanden hast. Es sind doch alles interessante Dinge, die ich erzähle gerade. Wie gehst du damit um? Hast du versucht, diese oder jene Situation zu klären? Ich glaube ja. Mit einer ganz bestimmten Logik. Und hat dir diese Logik geholfen? Bist du mit dieser Logik weitergekommen? Bist du an Grenzen gestoßen? Wo man dich einfach nicht verstehen möchte, verstehen kann. Weil derjenige sagt, schau mal auf meine Situation. Und du meinst, seine Situation zu kennen oder zu erkennen. Hier zum Beispiel hilft dir genauso Familienstellen. Familienstellen ist ein Platzhalter für ganz viele Aufstellungsarten, die in deinem Leben passieren.
Das heißt, die Form ist die gleiche, aber die Themen sind die anderen. Es ist einmal Familie, mit deiner Familie, einmal mit deiner Partnerschaft, mit deiner Arbeit, aber ebenso auch mit deiner Gesellschaft, mit deinen Freunden. Wie gehst du mit den ganzen globalen Themen um? Kommst du irgendwann auf einen Nenner, auf ein Ergebnis? Oder bleiben ganz viele Dinge ungeklärt? Wenn einige Dinge ungeklärt bleiben, leidet er deine Lebensfreude runter. Deine Einstellung zu dir, zum Leben. Ich bin geknechtet. Ich bin ein Diener. Diener der anderen. Ich bin ein Opfer. Ich bin ein Gefangener. Ich bin ein Sklave. All diese Dinge erscheinen. Und wenn du mal so hineinfühlst, könntest du sogar sagen, Robert, bei diesem und bei diesem oder bei jedem hast du recht. Ich komme hier nicht raus. Du kommst da nicht raus, weil du keine andere Lösung weißt. Und hier in Familienstellen wird dir die Lösung gezeigt. Das heißt nicht, dass ich schlau bin und dir die Lösung zeigt, sondern das morphogenetische Feld, das wissende Feld, zeigt dir die Lösung. Zeigt dir die Lösung auf einer ganz anderen Ebene. Auf der Seelenebene, auf der unbewussten Ebene. Es zeigt dir neue Dinge auf, die du zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gedacht hast, auch gar nicht denken konntest, weil du gar nicht wusstest, dass es sowas gibt. Ist das nicht interessant? Wenn du möchtest, blende ich am Schluss wieder meine Telefonnummer ein und du kannst und du darfst mich anrufen. Du darfst diesen Weg gehen. Wenn du möchtest, begleite ich dich. Ich möchte ebenso wie du dein Leben und das Leben der anderen ein Stückchen besser machen. Wir haben die Möglichkeit, wir haben die Arbeitsweise dafür und die Zeit. Und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz wunderbaren schönen Tag oder eine gute Nacht, egal wann du mir hörst. Ich verbleibe wie immer, euer Robert Gerhardt.